Ja, da bin ich auch nochmal. Hallo YouTube. Und zwar habe ich mir gestern, weil ich gestern, habe ich in der Werbung gesehen, im Aldi, also hat mein Vater mir am Dienstag, glaube ich, schon gesagt. Und jetzt war ich gestern im Aldi und habe mir hier Fahrradtaschen gekauft. Also es sind quasi zwei, die einfach nur hier so aneinander hängen. Ich kann das mal kurz genauer zeigen. So, jetzt sieht man, dass das zwei Fahrradtaschen sind, die so hier mit diesen Dingern aneinander hängen. Kann man hier auch noch extra tragen mit den beiden Griffen. Kann man zumachen, sind auch relativ groß und sind sogar wasserfest. Haben 15 Euro gekostet. Die werden dann einfach so über den Gepäckträger hinten gehangen. Also so wie die jetzt hier stehen, kommen die über den Gepäckträger und die reichen doch zum Leergut sammeln und wenn ich mal was da. Dann hole ich mir noch den Frontgepäckträger dazu. Es gibt für das Fahrrad gibt's so einen Frontgepäckträger für vorne mit einer Tasche. Den hole ich mir dann noch dazu und dann hole ich mir noch dieses Fitlock-System mit den Trinkflaschen und auch einen Handyhalter und dann habe ich das Fahrrad schon ausgestattet. Wie gesagt, die Taschen hier haben 15 Euro gekostet im Aldi. Und dann habe ich halt noch was gesehen. Die hier. Die sieht doch recht süß aus. Ja, 7 Euro hat sie gekostet. Die Schildkröte. Und da ich ohne Kuscheltiere nicht schlafen kann, ich kann das ja mal kurz zeigen. Wie man sieht, ist da oben alles voll mit Kuscheltieren. Das ganze Bett. Weil ich kann ohne Kuscheltiere nicht schlafen. Deswegen, umso voller das Bett ist mit Kuscheltieren, umso besser ist es. Und ja. Wie gesagt, für das Fahrrad, da hole ich mir dann noch den Frontgepäckträger mit der Tasche und das Fitlock-System und ein Handyhalter. Eine Handyhalterung. Und vielleicht noch diese Hörnergriffe. Ich weiß nicht, ob die da schon mit bei sind. Vielleicht hole ich, die werde ich mir dann, wenn die da nicht mit bei sind, hole ich mir auch noch diese Hörnergriffe, die an der Seite sind. Ich weiß jetzt nicht, wie man die nennt. Das sind so Hörnergriffe, dass man auch so anfassen kann. Nicht nur so, sondern auch so. Davon hole ich mir dann, wenn die nicht dabei sind, auch noch zwei Stück. Ja, und dann ist das Fahrrad schon ausgestattet. Okay, dann sage ich mal bis die Tage und tschüss.